Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Plack Inc. mit eurem Spackmanual. Schaut in die Beschreibung, da ist mein neu erschienener Comic verlinkt. Bewertet das Video und jetzt viel Sport. Was? Ich spiele heute erneut den Neuraxwurm. Falls ihr die erste Folge davon nicht gesehen habt, dann guckt in die Playlist, die ist auch verlinkt. Ich habe natürlich die Kommentare gelesen und würde auch gerne mein Wissen jetzt anwenden. Gehirnwürmchen. Heiliger Wurm. Nee. Göttlicher Wurm. Ja, das klingt erstmal passend und auch sehr mächtig. Spielen. Einige Leute meinten, dass ich etwas skillen kann, damit die Leute den Wurm anbeten. Also ich muss die nicht mal umbringen. Und ich würde gerne woanders starten. Wohin gehe ich denn? Australien? Saudi-Arabien? Ja, da ist ein Hafen. Oh, und ein Flughafen. Göttlicher Wurm befällt Saudi-Arabien. Göttlicher Wurm hat den ersten Menschen infiziert. Ja, dankeschön. Das freut mich sehr. Der gute alte Neuraxwurm. Ja, wo ist denn das jetzt? Zeig mal. Übertragung, Symptome. Wahrscheinlich Symptome. Oder Fähigkeit? Nee. Mir wurde gesagt, es ist irgendwie oben links. Ja, dann brauche ich wohl sehr viele Punkte, um da reinzukommen. Neuraler Durchbruch. Durchdringe die Blut-Hirn-Barriere, um Zugriff auf das Gehirn des Wirts zu erhalten. Nee. Das machen wir dann ganz spät. Jetzt erstmal Hitzeresistenz. Erreger entwickelt Resistenz gegen heiße Temperaturen und Klimabedingungen. Ja, warte mal, da werfe ich doch direkt mal Google an. Saudi-Arabien-Temperatur. 24 Grad. Ach so, jetzt gerade. Ah, weil 5 Uhr morgens ist. Ach so. 38 Grad, 41 Grad. Alter, ist das warm. Okay, das macht Sinn. Also mir war auch vorher klar, dass es da wahrscheinlich warm sein wird, aber ich wollte es einfach mal gegenchecken. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Robomanuel, und ich habe euch heute wieder einen Leckerbissen mitgebracht. Dieses Video wird nämlich unterstützt von Genshin Impact. Es gibt immer wieder tolle Neuerungen im Spiel. Mit dem aktuellen Patch 2.1 kommen zum Beispiel 3 neue Charaktere dazu. Darunter sind auch 2 5-Sterne-Charaktere. Hinzu kommen noch 2 neue Gebiete und ein neues Ereignis, bei dem Spieler eigene Botschaften in einen Block meißeln können. Von diesen Blöcken werden anschließend 50.000 ausgewählt und in einer großen Statue verbaut. Außerdem findet dieses Jahr mit dem Einjahresjubiläum das allererste Jubiläumsevent überhaupt statt. Wenn ihr euch während des Events, also vom 28. September bis 13. Oktober einloggt, könnt ihr 10-mal in the Divine Fate umsonst erhalten. Davor wird am 3. Oktober noch das Konzert Melodies of an Endless Journey vom Flanders Symphony Orchestra live gespielt. Im Spiel ermöglicht Crossplay es euch, mit demselben Account auf allen Plattformen mit dem gleichen Spielstand weiterzuspielen. Bisher gibt es Genshin Impact für die PlayStation 4 und 5 sowie für Windows und sogar auf dem Handy mit Android oder iOS. Die Nintendo Switch kommt aber bald ebenfalls dazu. Ihr reist in diesem Open-World-Spiel in die Welt von Teyvat, um die Antworten der 7 zu erhalten und euer verlorenes Geschwisterchen zu suchen. Dabei baust du dir eine 4-köpfige Gruppe mit verschiedenen Elementen auf, um heroische Quests und Dungeons zu bestreiten. Ansonsten habt ihr auch immer einen liebevollen Begleiter namens Paimon dabei. Genshin Impact ist Free-to-Play und ihr könnt es ab Level 16 auch Koop mit euren Freunden spielen. Vielen Dank an Genshin Impact für die Kooperation. Und jetzt weiter viel Spaß mit dem töften Video. Bye, 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 bye. Hoffe, das klappt jetzt so, ne? Und dann würde ich gerne noch Arzneimittelresistenz einskillen. Denn die kennen da bestimmt auch Antibiotika und sowas. Göttlicher Wurm infiziert Hunderte. Oh, es ging ja doch schneller als gedacht. Dann schaue ich mir mal weitere Sachen hier an. Arzneimittelresistenz 2. Genau, damit die Resistenz gegenüber Medikamenten der Klasse 3 und 4 verringert ist. Zack. Und dann die Eier. Der Neuraxwurm legt Eier, die zu Tausenden über das Gehirn des Wirts abgegeben werden. Erhöht Ansteckungsgefahr. Oh, 500.000 schon. Ja, was mache ich denn jetzt? Eier 2? Eier brüten bei steigender Wärmeentwicklung, verursacht durch menschliche Aktivität in deren Nähe.
Ansteckungsgefahr deutlich erhöht. 3 DNA-Punkte nur. Ja, dann noch über die Vögel. Würmer werden zur Nahrungsquelle für Vögel, aber viele überleben im Verdauungstrakt. Ja, okay. Dann dasselbe nochmal für die Insekten. Und dann gleich auch für die Rättchens, für die Ratten. So, 2 Millionen sind schon infiziert. Jetzt 5. Das geht sehr schnell. 10 Millionen auf einmal. 15 Millionen auf einmal. Oh ja. Oh ja, was ist denn jetzt los hier? Oh. Ui. Ui, 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 ui. Okay. Schnell Nagetier einscalen. Ui, 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 ui. Wurmeier setzen sich an Härchen von Ratten fest. Das klingt ja richtig lecker, Schmicker. Ja, Kälteresistenz nehme ich auch mal. Jemand hat's entdeckt. Oh, wie konnte das denn passieren? Saudi-Arabien arbeitet an einem Heilmittel. Die sind einfach unfair. Neuraler Durchbruchssymptom mutiert. Ich hätte aber wirklich gerne mal in Grönland so den einen oder anderen Infizierten. Oh ja, 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 geh in die Nähe. Oh, schön. Oh, noch mehr, noch mehr. Ich habe 60 Punkte, ich gebe mal ein paar aus. Also, was hätte ich denn gerne? Erstmal senkt weitere Forschungsgeschwindigkeit. Genetic Hardening. Ja, direkt zweimal. Und dann noch... Manche Körperteile greifen, während andere ziehen oder schieben. Ermöglicht schnelle Fortbewegung außerhalb von Wirten. Ja, 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 okay, okay, okay. Wellenförmige Bewegung, ja, ja, noch mehr bewegen, ist tipptopp. Luft 1, oh ja. Das wird jetzt komplett eskalieren. Ich habe hier gerade so viele wichtige Sachen geskillt. Oh ja, 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 gib mir noch mehr Länder, noch mehr Länder. Oh ja, das schmeckt, das schmeckt. Oh. Jemand hat auch in die Kommentare geschrieben, dass das hier teils ausartet, als würde ich Oso spielen. Und ich habe gerade nicht deinen Namen im Kopf, aber du hast so recht. Oh, schon viel der Menschheit, 2 Milliarden. Hä? Wie ist das denn jetzt geschehen? Cool. 106 Punkte. Wie das hier eskaliert, wie geil. Trojanischer Flieger, 9 DNS-Punkte, okay. Vögel 2 und Nagetier 2 und Insekt 2. Was denn noch? Ich könnte natürlich jetzt auch noch weitere Flieger nehmen und da eine fette Party feiern. Ich nehme mal Genumbildung, komm. Kann ich mir einmal gönnen. Ja, ja, ja. Ich sollte meine Taktik ändern. Heilmittel fast zu 30% fertiggestellt. Ja, ja gut, okay. Trojanischer Flieger. Und dann bitte... Oh, ja, nice. Da wurde gerade Finnland infiziert. Oh, und jetzt schon Schweden. Ja, super. Das ist natürlich cool. Dann erhöhe ich jetzt einfach nur die Mutationschance. Genau, genetischer Austausch. Würmer können genetisches Material im Körper des Wirts austauschen. Erhöht Mutationschance. Leichenfresser. Die kann man dann einfach in den Körpern rum. Mutative Regeneration. Fragmentierter RNA-Strang verursacht häufige Replikationsfehler. Erhöht Mutationschance. Der Zerfall der Kernmembran führt dazu, dass der Wurm sehr anfällig für Mutationen ist. Ja, klar, 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 ja, ja, klar. So, und jetzt brauche ich aber bitte noch mehr Punkte. Das wäre sehr nett. Das brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich pack's trotzdem mal hier hoch. Oh, oh. Frontaldurchdringungssymptom mutiert, sehr schön. 60% des Heilmittels ist leider schon fertig. Und ich kriege auch keine Punkte mehr. Unreife Symptom mutiert. Boah, ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Oh nein. Manie. Ja, die werden einfach crazy. Zwangsstörung. Schwere Schäden am orbitofrontalen Kortex lösen Zwangsstörungen aus. Ja. Wahnsinn. Nee. Aggression. Nee, auch doof. Hingabe. Das meintet ihr bestimmt. Dopamin und Serotonin. Serotonin. Oh, war richtig. Schübe veranlassen den Wirt, ständig an Würmer zu denken. Löst intensiven Freudenrausch aus. Okay. Ja, das hätte ich jetzt gerne. Ich bin halt null tödlich. Hallo. Aggressionssymptom mutiert. Ja, das bringt mir nicht viel. Ja, okay, doch, jetzt sterben Leute. Oh, oh, 82. Oh, nein. Ich krieg keine Punkte. Sie werden alle geilt. Ich habe verloren.
Ja, und ich habe nur 35 Millionen Leute umgebracht. Was bin ich für ein Lappen? Da werde ich direkt ausgelacht. Hallo? Oh, nur noch 100 Leute haben... Und da ist es vorbei. Jetzt habe ich 19. Ja, Hingabe. Jetzt denken alle an Würmer. Danke. Da, Transzendenz. Ja, das ist es. Zwingt wird in Zustand der Anbetung / Akzeptanz. Der Neuraxwurm wird als unsterblicher Gott angesehen. Alter. Oh. Niederlage. Göttlicher Wurm ist ausgerottet worden. Nee, aber ihr merkt wahrscheinlich schon, die Folge ist doch nicht vorbei. Ich mach's aber nochmal. Oh ja, Leute, schaut euch das an, wie das hier eskaliert unten. Die Welt ist gleich infiziert. Das, wie schnell war ich jetzt? Ich glaube, ich spiele gerade mal seit 2 Minuten oder so. Und die sind auch nicht wirklich weit, was das Heilmittel angeht. 10% habe ich fast. Oder haben die fast? Ja, dann gehe ich hier mal auf Insekten, ja, genau. Und auf Nagetier, ja. Dann die Mutationschance schon mal erhöhen. Vielleicht bringt das ja was. Ja, bitte infizier mehr. Obwohl, nee, ich kann ja jetzt schon mal darauf gehen, dass die anbeten und sich voll über die Würmer freuen. Es wäre aber auch sinnvoll, nochmal hier bei Leichenfresser reinzugehen. 2-mal. Mutative Regeneration, damit es noch krasser mutiert. Und eigentlich wäre es besser, das über die Mutation hinzubekommen. Weil jetzt hier reinzuskillen, weiß ja nicht. 2 DNA-Punkte, ja gut, das ist nicht so teuer. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den gleichen Fehler erneut gemacht. Oh, die sind schon echt schnell wieder. Gedächtnisverlust-Symptom mutiert. Ich habe auch wieder 17 Punkte, 24 Punkte. Krass. Frontaldurchdringung, ja, auch. Unreife auch, ja. Manie. Und jetzt spare ich erstmal und guck mir das an. So, jetzt aber auch gleich mal aufhören mit der Forschung, ne? Das schmeckt gar nicht. Zwangsstörung. Hingabe. Genau, damit die an Würmer denken. Und jetzt brauche ich nochmal 35 Punkte, um die Anbetung zu bekommen. Obwohl, warte mal, Anbetung, lol. Steuern die Emotionen des Wirts und schaffen ein Verlangen, die Infektion zu verbreiten. Ah, das wäre natürlich auch geil. Komm schon, mehr Punkte. Ja, ich bekomme sogar einige. Transzendenzsymptom mutiert. Oh, wie nett von dir. Das war sauteuer. Und jetzt beten die den an. Und jetzt kann ich auch Anbetung nehmen, damit die sogar das Verlangen bekommen, von dem eingenommen zu werden. Und der Rest ist, glaube ich, egal. Aber warum forschen die noch? Ich dachte, die lieben den. Hallo? Ich glaube, ich wurde angelogen von den Leuten. Jetzt hör doch auf. Oder sind das die paar Leute, die noch nicht infiziert sind? Grönland. Aha. Was? Infizierte verehren Manuel ist schlecht. Ja, genau, so habe ich ihn übrigens genannt. Mit Manuel ist schlecht. Infizierte Menschen berichten von Visionen der Verzückung und einer neuen Herrenspezies. Ohne ein Heilmittel ist das Leben, wie wir es kennen, vorüber. Ja, aber jetzt hör auf zu forschen. Hallo, ihr liebt das. Das steigt immer noch. Das mag ich nicht. Aber egal, ich beende das. Ich werde es aber beenden. Erstmal Psychose. Persönlichkeitsveränderung. Erleichtern den Wurm die Anpassung. Ja, genau. Verzweiflung. Ja, egal. Ich gucke mich jetzt mal um. Was geht denn noch ab? Da habe ich soweit alles Wichtige. Genau, das wollte ich noch machen. Trojanischer Flieger. Einmal nach Grönland fliegen, bitte. So. 86% des Heilmittels ist durch. Danke. Da ist das letzte Land. Oh nein. Kannst du vielleicht nochmal mehr mutieren? Das wäre auch sehr angenehm. Genumbildung. Ja, da habe ich ja bisher eher die Erfahrung gemacht, dass es nichts bringt. Egal, ich probiere es. 87 auf 74, naja, ist okay. Hier nochmal wieder Grönland fliegen lassen, wie auch immer der das macht, ohne Flughafen. Aber wo ist denn gerade euer Problem? Warum sind da noch Menschen gesund? Na, sterben ein paar, okay. Ich glaube, ich hab's. 78 Millionen sind noch ohne Würmchen im Kopf unterwegs. Ah, in Grönland, ne? Ja.
1500 sind da infiziert. Sie kommen nicht voran. Ist es zu kalt? Boah, die Ansteckungsgefahr der Banken ist ja fast voll. Fortsätze dringen in den Hinterhauptlappen, dem Zentrum für visuelle Vorgänge, ein. Wirte bemerken Wurminfektionen seltener. Ja, das würde die Ansteckungsgefahr auf das Maximum erhöhen. Okay, ja. Und noch ein Symptom mutiert. Wahrnehmungsverschiebung. Dankeschön. Ich hab's. Oder? Hab ich's? Warte, Island? Bin ich gerade blöd? 32 Tote? 0 infiziert. Dann sind alle gestorben, die da infiziert waren. Was? Ich muss irgendwas machen. Ich komme nicht voran. 15 DNA-Punkte bräuchte ich für das Kälteresistenz-2-Ding. Das könnte ich hinbekommen. Verzweiflungssymptom mutiert. Ja, dankeschön. Sehr schön. Danke. Oh ja, 3 Punkte. Und Kälteresistenz. Reicht das jetzt? Passiert hier was? Ja. Das war's. Krass. Da hatte ich doch einen ganz guten Riecher. Ja. Komm, habe ich das geskillt. Geht die Party ab. Und wie sieht's hier aus? In Island? Ja. Wird auch so langsam. In Grönland? Ja, alle infiziert. Island und damit den Rest der Welt? Ja. Die gesamte Menschheit ist infiziert. Die letzte gesunde Person auf diesem Planeten wurde vor kurzem mit Manuel ist schlecht infiziert. Manuel ist schlecht versklavt die Menschheit. Die ganze Welt, hol dich, Manuel ist schlecht als Gott und Meister. Es wird nicht mehr versucht, die Seuche zu heilen und die Menschheit betritt eine finstere Zukunft der Versklavung. Oh, habe ich jetzt... Ja, ich habe gewonnen. Krass, wie cool ist das denn? Es überrascht mich immer wieder, wie viel Vielfalt das Spiel bietet. Das war damals nicht so. Und wir haben ja auch noch einige Sachen vor uns in Zukunft. Aber dazu, Leute, später mehr. Jetzt bewertet erstmal das Video. Schaut in die Beschreibung, da gibt es noch mehr Folgen. Und auch meinen tollen Comic. Bis Daniel, euer schlechter Schmanuel. Tschüss, bis dann.